Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog zum Thema Kündigung bei Air Berlin geht es nochmal ganz konkret um eine Zuschauerfrage. Warum auf jeden Fall Kündigungsschutzklage? Fragt ein anonymer Zuschauer per Mail. Das werde ich jetzt noch einmal etwas genauer erklären. Ich hatte im vorangegangenen Video ja schon Tipps für Mitarbeiter gegeben. Ich hatte mich auch schon mal zu den Problemen der kollektiven Krankschreibungen der Piloten, glaube ich, geäußert bei Air Berlin, was ich für sehr fraglich, sehr gefährlich auch halte für die Mitarbeiter. Heute geht es darum, ich bekomme eine Kündigung. Es sieht alles ganz, ganz schlecht aus bei Air Berlin. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Warum trotzdem Kündigungsschutzklage innerhalb von 3 Wochen? Zunächst einmal muss ich sagen, ich empfehle Kündigungsschutzklage bei Kündigung, wo das Kündigungsschutzgesetz greift, und das greift ja hier, ja, immer. Und zwar immer auf jeden Fall dann, wenn es eine Rechtsschutzversicherung gibt, denn die Erfolgsaussichten, zumindest die Aussichten, hier etwas zu verbessern am Ergebnis, die sind doch so gut, dass das rechtfertigt, zumindest mal seine Selbstbeteiligung bei der Rechtsschutzversicherung dazu investieren. Die sind meistens 150 Euro, 200 Euro, manchmal gibt es auch keine, manchmal maximal auch 500 Euro, viel mehr, viel höhere habe ich noch nicht gesehen. Ja, das sollte es einem auf jeden Fall mal wert sein. Denn wir haben zum einen ja die Situation, dass wir doch durch die Kündigungsschutzklage meistens noch was verbessern können, weil irgendein Risiko hat der Arbeitgeber. Immer irgendwo ist immer irgendwas nicht so ganz sauber oder vielleicht grenzwertig. Manchmal weiß man das gar nicht. Aber der Arbeitgeber weiß es. Und der weiß gar nicht, dass man selbst das nicht weiß. Und der hat natürlich trotzdem eine gewisse Sorge. Ich vertrete ja auch so zur Hälfte Arbeitgeber ungefähr. Ja. Und ich weiß auf Arbeitgeberseite, wie man doch immer schwitzt, so ein bisschen auch als Anwalt, ob man nicht doch wieder irgendwas übersehen hat, ob es nicht doch irgendwo ein Problem gibt. Ja. Und wenn man das Ganze mit einem Vergleich, mit irgendeinem Entgegenkommen beenden kann, diese ganze Unsicherheit, und wieder ruhiger schlafen kann, ist man auch als Anwalt in der Regel ganz happy. Das wird natürlich der Anwalt auf Arbeitgeberseite niemals zugeben. Ich werde es auf Arbeitgeberseite, wenn ich da bin, auch nicht zugeben. Ich werde immer sagen, locker, unproblematisch, kein Thema. So, das ist also die eine Seite, diese Unsicherheit und diese Möglichkeit, am Ergebnis was zu verbessern. Die andere Seite ist, wir bekommen, wenn wir das Ganze, selbst wenn wir es gar nicht verbessern können, wir bekommen vor Gericht einen Titel, der auch im Zweifel dann vollstreckbar ist, wenn denn was zu holen ist. Ja, das ist etwas, was gegenüber dem, wenn jetzt Sozialplanverhandlungen aufgenommen werden, was gegenüber der Variante, wir klagen nicht und haben dann Ansprüche aus dem Sozialplan, über deren Höhe man sich möglicherweise dann streitet, das hat man dann nicht. Da hat man dann eben keinen Titel, dann kann man dann nochmal vor Gericht ziehen. Nächster Punkt. Dann weiter kommt dazu, dass man überhaupt im Rennen bleibt. Ja, wenn man nicht innerhalb von 3 Wochen, da kommt schon die Feuerwehr für Air Berlin hier offensichtlich, dann, wenn man nicht innerhalb von 3 Wochen die Kündigungsschutzklage einreicht gegen die Kündigung, also 3 Wochen nach Zugang der Kündigung, ist man raus, dann bekommt man überhaupt nichts. Und das ist dann so wie beim Fußballspiel, wenn man die rote Karte hat und draußen steht, den Rest des Spieles von draußen zugucken muss. Man kann nicht mehr eingreifen, man kann für sich keine Verbesserung mehr rausholen, egal was dann passiert. Und das ist schmerzlich. Ja? Und das ärgert viele dann oft hinterher. Dann, nächster Punkt ist, es ist eben sehr, sehr häufig so, dass Fehler passieren können und man aber diese ganzen Fehler am Anfang noch gar nicht sieht in den 3 Wochen, weil sie bekommen ja eine Kündigung, da steht ja auch keine große Begründung drin, der Arbeitgeber, sie haben ja nichts in der Hand und wissen ja noch gar nicht, was passiert. Ja? Sie wissen auch nicht, was passiert eigentlich noch in der Folge. Ja? Kann man zum Beispiel im Nachhinein doch dann aufgrund des weiteren Ablaufs, Verkaufs von Unternehmensteilen oder irgendwelche anderen Dinge, irgendwelche Mitarbeiter, die ihm dann doch nicht gekündigt werden, kann man vielleicht darüber dann im Nachhinein doch die Unwirksamkeit der Kündigung darlegen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht innerhalb der 3 Wochen und deswegen eben Kündigungsschutzklage. Und nun gibt das natürlich immer dann ein Problem, wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat. Da rief mich jetzt auch schon die ersten an von Air Berlin, die keine Rechtsschutzversicherung haben. Wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat,
wie ist es dann? Dann geht man natürlich ein gewisses Risiko ein. Zunächst mal im arbeitsgerichtlichen Verfahren zahlt jede Seite ihre eigenen Anwaltskosten, ob man gewinnt oder verliert, in der ersten Instanz. Das bedeutet, ich muss also nicht befürchten, auch noch die Kosten des gegnerischen Anwalts zu haben. Es sind also die eigenen Anwaltskosten und möglicherweise Gerichtskosten, wobei die Gerichtskosten regelmäßig so niedrig sind, und wenn man sich da noch vergleicht, fallen die ganz weg. Also die würde ich mal so ein bisschen vernachlässigen. Ja, es sind also die eigenen Anwaltskosten und da geht man natürlich ein gewisses Risiko ein. Im Internet gibt es Prozesskosten. Rechner geben Sie Ihr dreifaches Bruttomonatsgehalt als Streitwert bzw. Gegenstandswert in so einem Prozesskostenrechner ein. Ich habe noch keinen programmieren lassen, weil da gibt es genug und ich war da mal zu faul, so mit technischen Sachen. Aber auf meinen Seiten finden Sie also keinen, aber wenn Sie einfach mal so eingeben, Sie finden genug. Und da eingeben, dann sehen Sie ungefähr, welche Kosten einer ersten Instanz entstehen. Die Vergleichsgebühr müssen Sie nur dann reinnehmen, wenn man ja auch nur einen Vergleich schließt. Und einen Vergleich, den schließt man nur, wenn es sich lohnt. Ja? Sprich, um jetzt zu wissen, welches Risiko man eingeht, reicht es im Grunde genommen aus meiner Sicht, wenn man die Prozess- und die Terminsgebühr erstmal ansetzt, dann hat man sein Risiko und das ist also dann meistens, lässt sich dann meistens auch rechtfertigen, die Kündigungsschutzklage einzureichen, dieses Geld zu investieren. Für alle Leute jedenfalls, die Lotto spielen oder in ihrem Leben schon mal Lotto gespielt haben, lohnt sich das, weil diese Chancen sind, also das kann ich Ihnen versichern, wesentlich besser als beim Lotto. Ja. Dann kommt aber noch etwas, das ist jetzt weder wirtschaftlich betrachtet noch juristisch betrachtet, aber ist aus meiner Sicht trotzdem wichtig. Das ist so diese Stimmung, in der man geht. Ja? Wenn man ohne Kündigungsschutzklage vom Acker geht, dann hat man oft das Gefühl, der geprügelte Hund zu sein. Ja? Man hat viele Jahre gearbeitet für ein Unternehmen, dann ist Schluss und man geht, ja, das ist dann irgendwie nur traurig und manchmal ist man auch wütend und ärgerlich und sagt, oh, ich habe mir so den, wie man landläufig immer sagt, Arsch aufgerissen und jetzt das, ja, keiner dankt es mir. Da empfiehlt sich auch unter diesem Aspekt Gegenwehr. Manchmal ist ein Kampf, den man geführt und vielleicht verloren hat, mehr wert als ein Kampf, den man gar nicht erst geführt hat. Das ist jetzt nicht nur etwas, was ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht, in eigene Sachen habe ich mich selten duelliert vor Gericht. Ich bin da auch nicht so der Kämpfer. Ich mache das eher für andere. Aber ich beobachte das bei meinen Mandanten, dass die offensiv damit umgehen, kämpferisch damit umgehen, immer besser starten in ihren neuen Lebensabschnitt beim anderen Arbeitgeber als die anderen. Dann gibt es natürlich die ganzen Vorteile und Punkte, die man dann eben mit der Klage rausholen kann, warum die Kündigungsschutzklage sinnvoll ist. Das hatte ich bei den Tipps schon teilweise gesagt. Ne? Wir schaffen einen Titel, wir können Zeit gewinnen, Informationen gewinnen, damit die Sache richtig prüfen. Der Arbeitgeber muss sich im Laufe des Kündigungsschutzprozesses sozusagen offenlegen. Er muss sich nackig machen. Er muss alle Gründe für die Kündigung darlegen, fristgebunden vor Gericht. Und ich sage immer, der muss einen Turm bauen, damit das Ganze hält. Und wir müssen eigentlich nur ein Steinchen da rausschießen aus dem Turm. Dann fällt das ganze Ding ein. Denn auch in der Insolvenz, auch wenn der Insolvenzverwalter mitspielt, der Arbeitgeber ist grundsätzlich für alle Tatsachen auch, die er der Kündigung zugrunde legt, darlegungs- und beweisbelastet. Wenn dort irgendetwas nicht erwiesen werden kann, geht es zu seinen Lasten. Wenn eine Formalie nicht eingehalten wird, geht es zu seinen Lasten. So. Das sind so mal ganz grob gesagt die Gründe, warum ich Kündigungsschutzklage immer empfehle. In einem weiteren Video werde ich nochmal auf das Thema Kündigung und Sozialplan eingehen. Soll man denn eine Kündigungsschutzklage auch immer dann machen, wenn es einen Sozialplan gibt? Wir haben ja bei Air Berlin noch keinen Sozialplan. Es gab Verhandlungen, aber die sind jetzt auch am Stand heute 10.10., soweit ich gehört habe, Stand heute erstmal wieder vertagt. Auf nächste Woche. Also dann ist halt die Frage, überhaupt, was kommt dabei raus? Ja, aber wenn wir jetzt mal das noch hinten anstehen, ist die Frage, wenn es da nun vielleicht einen Sozialplan geben sollte,
Ja, heißt ja noch nicht mehr Verhandlungen geführt haben, dass es einen gibt. Und dann weiß man auch noch nicht, was drinsteht. Aber ist dann trotzdem der Rat so Kündigungsschutzklage? Ich sage schon mal ja und ich werde in einem Folgevideo näher darlegen, warum ich das meine, dass man auch dann immer eine Kündigungsschutzklage machen sollte. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Rufen Sie gerne an als Betroffener oder auch als Mitarbeiter einer anderen Firma. Das ist ja auch beispielhaft für andere Firmen zu sehen. Und schreiben Sie mir eine Mail unter der unten angegebenen E-Mail-Adresse beziehungsweise gerne auch anonym bei den Sachen hier bitte in den Kommentaren, weil wir haben hier jetzt ein Video zu einem konkreten Unternehmen. Dann bitte nicht mit vollständigem Namen, wenn Sie da Mitarbeiter sind. Das sollte man vermeiden. Ja, ich tue mich da auch mal schwer mit der Antwort, weil wir wollen hier keine Interna irgendwie nach außen tragen. Das könnte Ihnen schädlich sein. Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.